Herzlich willkommen, mein Name ist Hannes Krug, ich bin Marketing Director bei der Firma Kuhlmann Germany GmbH. Wir sind Distributor der Marke Godox in Deutschland und ich möchte Ihnen heute die Godox AD-Serie vorstellen. Dabei handelt es sich um Studioblitzgeräte in der Leistungsklasse zwischen 200 und 600 Wattsekunden. Beginnend mit dem kleinen Studioblitzgerät Godox AD200 Pro mit 200 Wattsekunden Leistung bis hoch zu dem Godox AD600 Pro 600 Wattsekunden Leistung, das schon einem ausgewachsenen Studioblitzgerät entspricht. Als erstes möchte ich gerne ein paar Grundlagen erklären, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Im zweiten Step gehe ich einmal auf die technischen Daten und auf die Funktionen der verschiedenen Blitzgeräte ein. Und zu guter Letzt möchte ich noch einmal zeigen, wie man die Blitzgeräte einsetzt und vielleicht den ein oder anderen Kniff noch weitergeben. Eine wichtige Grundlage ist diese Angabe Wattsekunden. Dabei handelt es sich, ganz grob gesagt, um die Leistungsangabe. Ähnlich wie bei Aufsteckblitzgeräten, wo es eine Leitzahl gibt, die irgendwo bei 20, 40, 60 hochgeht, gibt es auch im Studiobereich eben die Leistungsangabe Wattsekunden. Die startet irgendwo bei 200 Wattsekunden bei ganz kleinen Geräten und geht eben dann hoch auf 400 Wattsekunden, 600 Wattsekunden oder eben auch noch höher. Und das ist im Prinzip einfach die Leistungsangabe, wie viel Licht so ein Studioblitzgerät erzeugen kann. Da kommt es immer ein bisschen darauf an, welche Lichtformer verwende ich denn? Habe ich eine große Softbox? Brauche ich tendenziell mehr Leistung, um eine ordentliche Ausleuchtung zu erreichen? Habe ich eher kleinere Setups oder eben auch kleinere Aufnahmegegenstände? Reicht mir vielleicht auch ein kleineres Blitzgerät mit 200 oder 400 Wattsekunden Leistung? Neben der Angabe Wattsekunden gibt es ja noch andere Begriffe, die vielleicht nicht jedem so direkten Begriff sind, wie TTL oder HSS. TTL hat man vielleicht schon gehört aus dem Thema Aufsteckblitzgeräten. Das ist seit vielen Jahren Standard und jetzt auch bei der Godox AD-Serie mit eingebaut. Es handelt sich da um eine automatische Belichtungsmessung durch das Objektiv, in dem die Kamera automatisch die Belichtung steuert und auch die Studioblitzgeräte ansteuern kann. Daneben HSS ist eine High-Speed-Synchronisation. Also früher war es ja so, dass man, wenn man ein Blitzgerät benutzt hat, maximal auf 1/60 Blende gehen konnte und mittlerweile eben durch diese Highspeed-Synchronisation kann man da die Belichtungszeit frei wählen und auch die Studioblitzgeräte machen dann Belichtungszeiten von einem Tausendstel und aufwärts noch mit. Man hat da eben auch dann nochmal mehr Flexibilität und kann auch nochmal ganz andere Aufnahmen machen, die so bisher mit einem Studioblitzgerät nicht möglich waren. Zu Beginn noch einmal kurz die Abgrenzung zu den Systemblitzgeräten. Wenn ich jetzt schon so ein Systemblitzgerät habe, warum sollte ich dann zum Beispiel auf so ein AD200 upgraden? Die Leistung zwischen dem AD200 Pro und dem Systemblitzgerät sind relativ ähnlich. Der AD200 hat ein bisschen mehr Leistung, aber der Hauptvorteil von so einem AD200 ist im Prinzip, wenn ich mit Lichtformen arbeite, habe ich natürlich hier durch so eine offene Blitzröhre viel bessere Ausleuchtung, als wenn ich meine Softbox an so ein Systemblitzgerät anschließe. Und ich habe natürlich durch den eingebauten Akku eine viel höhere Leistung und ich kann auch viel mehr Blitze abgeben, wie das jetzt bei so einem Systemblitz der Fall wäre. Dann schauen wir uns mal die AD Pro Serie im Detail an. Ich möchte als erstes mal erklären, was die ganze Serie gleich hat. Das Ganze zeige ich an dem AD400. Das ist einmal der eingebaute Akku. Sprich, wenn ich außen unterwegs bin, Lost Places fotografieren möchte, muss ich mir keine Gedanken um meine Stromversorgung machen. Ich habe meinen Akku immer dabei. Der reicht für mehrere hundert Auslösungen. Also ich kann dann da auch wirklich unabhängig von dem Stromnetz fotografieren. Bin ich aber im Studio, kann ich den natürlich auch ganz normal am Netz betreiben.
Und der Akku ist auch abnehmbar, sprich zum Aufladen muss ich nicht die ganze Leuchte an die Steckdose bringen, sondern ich nehme wirklich nur den Akku ab und kann ihn dann aufladen. Gleichzeitig habe ich bei allen Blitzgeräten ein großes Statusdisplay, wo alle wichtigen Einstellungen des Blitzgeräts auch angezeigt werden. Zusätzlich eben noch die verschiedenen Tasten, Funktionstasten, um das Blitzgerät dann einstellen zu können. Und auch noch unten ein ganz normaler Anschluss für ein Leuchtenstativ. Kommen wir noch zu den Unterschieden. Es ist bei den Bajonetten der größte Unterschied, dass ich bei dem AD200 Pro und bei dem AD400 Pro eben Godox-spezielles Bajonett habe. Dafür gibt es aber auch richtig günstig verschiedene Adapter, die alle im Godox-Sortiment erhältlich sind, also für Ellingrom, für Bowens. Egal welchen Lichtformer das Sie schon haben, können Sie einfach sich den entsprechenden Adapter besorgen und dann da das Fotografieren anfangen. Der große AD600 hat das Bowens Bajonett schon integriert, da kann ich im Prinzip direkt loslegen. Dann schauen wir uns den AD200 Pro nochmal im Detail an. Der kommt in so einem schönen Hartschalenkoffer. Was ist da alles drin? Ich habe einmal das Ladegerät für den integrierten Akku, dann den Stativadapter, der sich hier schwenken lässt und auch eine Aufnahme für einen Lichtschirm besitzt. Und im Lieferumfang enthalten sind auch zwei Blitzköpfe. Einmal die Standardblitzröhre, die benutze ich, wenn ich eben mit Lichtformern arbeite. Kann ich über Adapter auch wieder an Bowens, Ellingrom und alle möglichen Softboxen adaptieren. Oder wenn ich zielgerichteter arbeiten möchte, einfach mit dem Speedlight-Kopf, dann funktioniert der AD200 Pro im Prinzip wie ein großes Systemblitzgerät. Wenn man sich dann noch einmal den Unterschied zu dem AD400 anschaut, fällt dann auch gleich auf die Größe der Blitzröhre. Ich habe natürlich hier 400 Wattsekunden zu 200 Wattsekunden, also ich habe auch eine viel größere Blitzröhre, wo einfach dann auch mehr Leistung rauskommt. Im Zubehör habe ich dann auch, wenn ich es nicht als Akku, nicht akkubetrieben machen will, sondern an der Steckdose betreiben will, Adapter, um dann auch unabhängig vom Akku die Blitzgeräte versorgen zu können. Wenn ihr von der Wahl steht, welches Blitzgerät das ihr jetzt nehmen sollt, müsst ihr euch einfach überlegen, was möchtet ihr damit machen. Arbeitet ihr viel mit Lichtformen? Ist euer Aufnahmeobjekt relativ weit von euch entfernt? Dann empfehlen wir, das AD600 Pro zu nehmen. Hat einfach die meiste Leistung, hat das Bowens Bajonett integriert. Also wenn ich jetzt eben schon Lichtformer von Bowens habe, kann ich die einfach dran anschließen. Brauche ich nichts mehr weiter dazu besorgen. Bin ich eher mobil unterwegs oder habe nicht so große Entfernungen zu überbrücken, nehme ich das AD400 oder AD200, die kommen beide in so einer netten Hartschalentasche, kann ich dann also auch einfach mitnehmen, habe mein Zubehör alles dabei und bin dann da sehr mobil unterwegs. Soweit war es jetzt dann der theoretische Teil und jetzt zeige ich dann auch nochmal, wie alles in der Praxis funktioniert, wie wir das mit so einem X-Pro Transmitter koppeln, ja, und was sich denn alles so an den Blitzgeräten einstellen lässt. Ich möchte euch jetzt noch die verschiedenen Funktionen der Blitzgeräte näher bringen. Dazu habe ich mir mal das AD400 Pro genommen. Die Bedingung ist im Prinzip bei allen drei Blitzgeräten gleich, nur eben das Display ist bei den zwei größeren Modellen größer und lässt sich daher leichter darstellen. Wenn ihr von dem Systemblitz herkommt, keine Angst, die Bedienung ist nicht so unterschiedlich. Ihr habt ja auch bei den AD-Blitzgeräten einen Vollautomatikmodus, der auch aktiviert ist, wenn ich das Blitzgerät einschalte. Also ich drücke einmal auf den Einschalter, sperre das Blitzgerät und dann sehe ich gleich oben in der Mitte TTL, also das ist meine Modusanzeige. Hier in dem TTL-Modus muss ich so überhaupt nichts weiter machen. Die Kamera und das Blitzgerät steuern alles automatisch. In der Mitte die große Anzeige meiner Belichtungskorrektur. Also wenn ich jetzt, ich möchte es ein bisschen heller, ein bisschen dunkler haben, drehe ich einfach am Rad und kann das dann hier verstellen. Über Set bestätigen. Links oben meine Kanaleinstellung. Also wenn ich mit dem Funkauslöser arbeite, sehe ich hier auf dem Kanal, dass ich unterwegs bin.
Rechts von der TTL-Anzeige habe ich so ein kleines Lautsprechersymbol. Das ist ein Bestätigungston, wenn das Blitzgerät voll aufgeladen ist. Sprich, ich löse einmal aus und ich habe dann gleich, sobald das Blitzgerät wieder einsatzbereit ist, so einen akustischen Ton. Nehme ich vor allem im Studio, wenn das Blitzgerät irgendwo auf einem Stativ steht, auf 2-3 Meter Höhe, kann ich ja nicht unbedingt draufschauen und habe dann einfach eine Bestätigung, wenn es wieder einsatzbereit ist. Rechts davon eine kleine Akkuanzeige, um zu sehen, wie voll denn der Akku ist. Rechts unten die Einstellleuchte, die kann ich auch über diese Taste hier aktivieren. Sehe ich dann oder benutze ich, wenn ich im Studio bin, um einfach zu sehen, wie denn die Belichtung ist, wie fallen die Schatten von meinem Objekt, das ich fotografieren möchte. Und muss ich nicht jedes Mal einen Blitz auslösen, sondern ich kann praktisch in aller Ruhe das dann sauber positionieren und so einrichten, dass es eben passt. Das große A, das ihr da seht, ist auch für die Funksteuerung. Ich habe bei dem AD-Serie 6 verschiedene Gruppen, A bis E, wo ich eben verschiedene Blitzgeräte auch unterschiedlich steuern kann. Und da zeigt es mir eben an, in welcher Gruppe, dass ich da unterwegs bin. Die weiteren Tasten ist noch hier die HSS-Taste. Wie vorhin schon gesagt, für die High-Speed-Synchronisation habe ich dann auch oben in der Mitte eine kleine Statusanzeige, die mir sagt, ob es eben aktiviert ist oder nicht. Gehen wir dann mal auf die drei Hauptmodi ein, das Blitzgerät. Einmal die TTL, der TTL-Modus. Wie schon gesagt, Vollautomatik, muss ich so gar nichts mehr weitermachen. Drücke ich einmal auf die Mode-Taste, komme ich in den manuellen Modus. Da kann ich die Blitzleistung manuell regeln. So geht runter bis zum 1/256 und dann einfach über Set einmal auswählen. Und über das Drehrad kann ich praktisch da meine Leistung dann verstellen und über Set wieder bestätigen. Und habe dann somit meine Blitzleistung eingestellt. Und der dritte Hauptmodus, den das Blitzgerät oder alle AD-Blitzgeräte besetzen, ist der Stroboskop-Modus. Den setze ich im Prinzip ein, wenn ich Bewegungen einfrieren will, einfangen will. Also der Klassiker ist so der Basketball, der eben springt, wo ich in einem Foto mehrere Schüsse drin habe. Kann ich dann auch ganz einfach einstellen. Einmal über Set hier unten die Anzahl der Blitze. Also einen, 10, 12, je nachdem, was ich haben möchte. Und die Herzzahl gibt an, wie viele Blitze innerhalb von einer Sekunde ausgelöst werden. Sprich, ein Hertz ist ein Blitz pro Sekunde. Wenn ich dann da hochgehe auf 20 Hertz, habe ich eben 20 Blitze pro Sekunde. Das stelle ich ein, je nachdem, wie schnell dass sich mein Objekt bewegt. Habe ich ein Objekt, das langsamer ist, brauche ich weniger Hertz. Habe ich ein Objekt, das sich relativ schnell bewegt, muss ich eben dann eine höhere Herzzahl einstellen. Und als drittes noch natürlich die Leistung, die ich hier oben auch verstellen kann, bis zu einem Viertel, ein Achtel oder ein 2/256 runter. Das wären so die drei Hauptmodi, die die Blitzgeräte besetzen. Ich gehe jetzt wieder zurück in den TTL-Modus. Wenn ich das ganze Blitzgerät eben ja meistens auf einem Stativ verwende, muss ich auch irgendwie Verbindung zu einer Kamera schaffen, um die dann mit auszulösen. Kann ich einmal über ein Kabel machen, aber ist relativ unpraktisch, weil ich natürlich immer an die Kabellänge gebunden habe. Ich habe irgendwo Stolperfallen, deswegen gibt es bei Godox auch verschiedene Funktransmitter. Ich habe hier den X-Pro, der lässt sich dann auch einfach einschalten. Hier an der Seite sind die Bedienelemente und habe dann nochmal klein gespiegelt eben auch das Display. Hier meine 5 Gruppen wieder, A bis E. Kann ich dann meine Gruppe A anwählen, habe ich TTL und kann dann hier steuern. Und sobald ich auf dem Transmitter bestätige und einen Testblitz mache, überträgt das normalerweise auch aufs Blitzgerät. Also ihr habt schon gesehen, Blitz löst aus. Ich habe die Testtaste gleich wie im Blitzgerät. Und ich kann eben auch da alle Einstellungen machen. Ich kann Multi machen, ich kann manuellen Modus machen. Es funktioniert wie am Blitzgerät direkt.
Nur, dass ich eben den Transmitter auf der Kamera haben kann und das dann hier viel einfacher einstellen kann und nicht immer mit einer Leiter aufs Stativ hochsteigen muss, um eine Einstellung im Blitzgerät zu verändern. Neben dem X-Pro Transmitter kann ich auch mit den anderen beiden Godox Transmittern X1 und X2 arbeiten. Vorteile bei dem X2 sind auch, der hat eine Bluetooth-Schnittstelle, wo ich dann auch mit der Godox App eben meine Blitzgeräte auslösen kann. Ansonsten sind halt ein Stück weit kompakter und ich kann noch ein Aufsteckblitzgerät einfach mit aufsetzen, das dann die Kamerasignale einfach durchschleift. So habe ich dann die freie Auswahl, welche der drei Transmitter das ich nehme. Ich bin die AD Pro Serie von Godox jetzt soweit durchgegangen, habe euch versucht im Detail die Unterschiede der drei Blitzgeräte darzustellen. Sollten noch irgendwelche Fragen aufgekommen sein oder ihr das Produkt vielleicht schon gekauft habt und in der Handhabung gibt es noch irgendwelche Unklarheiten, ruft einfach bei uns im Service an. Die Nummer seht ihr unten eingeblendet. Da kommt ihr dann bei mir oder meinen zwei Kollegen raus oder wendet euch an euren lokalen Fachhändler. Da könnt ihr dann Hilfe erhalten und wir versuchen, die Probleme irgendwo zu lösen. Ansonsten hat es mich sehr gefreut und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.